mir Herr Dietmar Gornik. Er macht Militärmodelle, österreichisches Bundesheer im Maßstab 1 zu 87, was eigentlich der Eisenbahnmaßstab ist. Dazu gleich meine erste Frage. Zum anderen mal willkommen bei dem Interview und danke, dass du mitmachst. Ja, gerne. Wir machen das gerne durch. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Also wirklich Heereskompanie in dem Maßstab. Ich war selbst eingeladen vom Bundesheer in St. Wilhelm, beim Jägerbataillon 18. Und das habe ich gedacht. Es gab die Gliederungen damals schon und dann habe ich mal angefangen zu bauen. Mit der Hocker und mit Kleinigkeiten. Und dann später mal noch kurz, wo der Sohn angefangen hat, dann haben wir den Panzer gehoben. Dann haben wir als Aufklärungsmaterial angefangen, zur Sicherheitsaußensteller. Und dann haben wir gedacht, naja, bauen wir mal die 7. Jägerbrigade noch. Und dann waren wir in der Ausstellung draußen in den Städten, beim Jägerbataillon 12. Und dann haben wir gesagt, naja, Panzer war noch besser. Dann haben wir die 4. Panzergrenadierbrigade auch. Ne? Diese Spielereien waren vor 30 Jahren, bis wir angefangen haben. Und dann endet es nicht. Ne? Und du machst nur speziell genau das? Also nur in 87 und nur die. Ja, nein, ich mache schon Flieger 78 kaputt. Okay. Aber hauptsächlich nur. Okay. Und wie machst du das mit den Figuren? Weil du stellst dir wirklich alle da. Ja, die Figuren, die kaufe ich mal. Es gibt von Preiser gibt's die Figuren, ja. Die werden dann umgebaut. Ja. Das heißt, die Hände abgeschnitten, haben andere Hände, auch bei euren Köpfe abgeschnitten. Also, du brauchst 1,87er Figuren? Ja. Die Hände um. Ja, wir brauchen 1,87er. Und dann wird das einfach verfilmt. Ne? Ja. Also, aufkosten und dann die Menge auszugeben. Ne? Ja. So wie dieser Preis ist, geht das in Ordnung. Ne? Ja. Sonst ist es zu teuer. Ne? Ja. Und woher nimmst du diese ganzen Basisinformationen? Weil das ist ja eigentlich alles. Die sind schwer zu kriegen. Das heißt, die neuesten Aufpläne kriegst du nicht vom Bundesheer, sondern du musst die durchfahren. Takt auf von den Türen fangst du an, wie schaut eine Gruppe aus, ne? Wie schaut der Zug aus, du fragst dich so durch, bis du mal beim Bataillon bist. Ne? Oder wenn du Glück hast, kriegst du all die Aufpläne, ne? Was es nicht mehr gibt. Ne? Und dann komme ich auch oft, so wie Bausätze von 2012. Fehlerungen, ne? Ist eingefahren, wenn ich dann ob sich jetzt was ändert oder nicht, ist egal, ne? Der Standpunkt wird da zu lassen. Und wie machst du das dann bei dir zu Hause? Weil ich denke, das sind ja irrsinnig keine Platz weg. Meine Frau schickt mir in den Keller, Also hast du den Regal nicht. Ja, ich habe so Kästen hochgelassen vom Wettermarkt und dann steht jetzt einer. Ne? Okay. Ja, genauer, abgestellt nachher. Ne? Okay, okay. Nein, ist schon Dinge momentan, aber. Die Sucht ist halt da, das will ich mehr. Und was ist jetzt dein Zukunftsplan? Und an was arbeitest du jetzt gerade? Naja, wie gesagt, fertigstellen. Wir füllen noch ein paar Bataillone. Und was wir jetzt gerade angefangen haben, ist die 60 Gebirgsbrigade. Gemeinsam mit dem Bruder mache ich das, aber der macht mir die Formen. Okay. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt werden wir auch Pferde bauen, die Drucktierstaffel, das ist ein Lehrspiel jetzt. Ne? Haben wir angefangen, Pferde, die Drucktierstaffel, ja, ja. Das ist ein schönes Name. Ne? Ja, ja. Also das wollte ich nie machen, aber ja. Jetzt sind die Pferde da, jetzt haben wir halt an. Jetzt. Vielleicht in 2 Jahren haben wir schon was haben für die Pferde. Ja, ne? Okay. Ja, da sind wir sehr gespannt. Also da hoffe ich echt, dass du wieder auf Ausstellung kommst. Damit. Ja, wirklich. Also wie gesagt, 2 Jahre, das passt genau. Also hast du eigentlich viel auf Ausstellungen? Nein, überhaupt nicht. Selber. Normalerweise nicht, ob jetzt wird zum Bundesheer selbst, so wie Jäger bei der 12 draußen am Städten, habe meine ganze Brigade ausgestellt, aber normalerweise nicht. Ne. Das ist wirklich für mich und für meinen Keller. Was sagen denn eigentlich, wenn du dann direkt eben beim ÖBH, beim Heer bist, was sagen denn da die Leute eigentlich dazu? Also die ganzen Offiziere sind wirklich interessiert, die haben noch nichts gesehen, wie eine Brigade ausschaut. Ja. Oder ein Bataillon, das gibt es auch nicht. Das ist nur ein Papier, hat keiner richtig überblickt. Ne? Ja, da sieht man es dann. Ja, das wirklich war ein Blick. Also eine Brigade, wir haben versucht, die Brigade als Vortrag zu kriegen, das geht nicht. Du siehst nichts mehr. Ne? Also das sind doch 5 Bataillone. Ne? Also das ist ein Wahnsinn. Ne? Hast du da nicht eigentlich auch schon mal Leute getroffen, was du dann sagst, und der wäre es eigentlich ich? Ja, wir haben sogar unser halbes Aufklärungsbataillon da. Ja. Und dort haben wir ja eigene Mitglieder von uns. Ja. Die sind dort gewesen. Ne? Die sind jetzt alles und die haben wir uns bei dir. Ja. Eli zum Beispiel, ne? Ja, die ja. Kriegen mehr aus. Ja, ja. Gut gelaufen. Aber es ist wirklich ein Mann. Ja. Das Problem ist, sie wissen selber gar nicht, die Glieder, wo es drinnen waren. Ne? Mit Ortbälle beschäftigt sie sich. Ja, super. Ja, da wünsche ich dir in Zukunft viel Spaß. Ich bin froh, dass du das machst. Danke für das Interview. Ja, bin frei. Ja.